Video, in dem es mal ausnahmsweise nicht um Kosmetik und Schminktipps geht, sondern in diesem Video geht es tatsächlich eigentlich mal um Mode. Ich muss euch leider enttäuschen, liebe Mädels, es geht in erster Linie um die Jux diesmal. Ich habe sehr, sehr lange keine Videos für Männer mehr gemacht, deswegen dachte ich mir, wäre es doch ganz nett, auch mal wieder was für die Jux zu tun. Und an dieser Stelle verspreche ich auch, dass ich dieses Jahr viel, viel mehr Tutorials und einfach Tipps für die Jux in meinen Channel mit einbauen werde. Der Anlass, der zu diesem Video geführt hat, ist eigentlich super zufällig entstanden. Wie jeden Tag habe ich mir mal die Pinnwand auf Facebook angeguckt und habe einfach mal geschaut, was meine Freunde so posten und habe dann einen Link entdeckt auf eine Webpage, die sich outfittery.de nennt. Und da wurde ich neugierig. Es ging also darum, auf dieser Webpage konnte man sich ein Outfit zusammenstellen lassen und zwar ohne wirklich direkt anzugeben, ich brauche ein Sakko, ein Jeans, ein T-Shirt und sonst was, sondern es klang so ein bisschen danach, man hat einfach den Anlass oder man möchte ein Business-Outfit oder ein Freizeit-Outfit und je nachdem, was man für ein Typ ist, hat man sozusagen eine persönliche Shopperin oder einen persönlichen Shopper, der dann für einen das Outfit zusammenstellt. Man bekommt kurze Zeit danach ein Paket und ja, eigentlich eine kleine Überraschung, weil man weiß, glaube ich, nie genau, was wirklich drinnen ist. Und hat dann von einer völlig fremden Person dieses Outfit zusammengestellt bekommen. Es war für mich deswegen so reizvoll, weil ich doch schon meinen eigenen Stil habe und da wirklich manchmal sehr zickig bin. Also ich lasse mir sehr ungern was empfehlen. Ich gehe in den Laden, ich weiß meistens ganz genau, was ich möchte und kaufe es dann auch. Aber man neigt ja oftmals dazu, irgendwie immer in einer Stilrichtung zu bleiben. Und ich fand es schon interessant, mal zu erfahren, wie denn jemand anders einen einschätzt, vor allen Dingen auch noch auf die Distanz. Es ist ja auch immer was anderes, in einem Laden zu stehen, als jetzt da wirklich über ein Internetportal ein Styling zu bekommen. Und ja, ich bin wahnsinnig gespannt, was da rausgekommen ist. Der Ablauf von Outfittery.de ist ganz einfach. Man meldet sich an, man kann dann seine ganzen Daten angeben, Körpermaße, Konfektionsgrößen und so weiter. Und man muss auch so ein bisschen seinen Stil quasi beschreiben, das heißt, wie man seinen Stil im Privaten beschreiben würde und im Geschäftlichen, ob man auch beides zusammen kombinieren kann, ob man zum Beispiel, was bei mir immer der Fall ist, Probleme hat beim Shoppen. Bei mir war es ganz klassisch, ich möchte ein Hemd kaufen, wenn ich eine Größe M nehme, dann passt die zwar wunderbar von der Taille und von den Schultern, aber ist meistens fast schon bauchfrei, weil ich einfach einen sehr großen, langen Oberkörper habe. Andersrum, wenn ich eine L nehme, dann ist einfach das Hemd zwar lang genug, aber hängt an den Schultern und so weiter. Also genau solche Dinge kann man da angeben. Und das Interessante ist, man telefoniert kurze Tage später mit diesem persönlichen Shopper oder der Shopperin, die einem zugeteilt wird. Bei mir war es die Thea, wenn ich mich nicht irre. Sie hat mich dann angerufen, wir haben circa eine Viertelstunde gesprochen. Sie hat mich viel gefragt, was ich denn schon im Schrank habe, was ich mir vorstelle, was ich für Farben mag oder ob ich irgendwelche No-Gos habe und so weiter. Und anhand dieses Gespräches hat sie mir jetzt zwei Outfits zugestellt, beziehungsweise zusammengestellt und dann zukommen lassen. Und ja, diese Outfits habe ich heute bekommen in diesem super schicken Karton, der so ein bisschen aussieht wie ein Koffer. Und ja, ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich dachte mir, ich mache das mit euch zusammen auf, weil ich einfach das noch ein bisschen authentischer machen wollte, wie meine Reaktion sein wird. An dieser Stelle auch vielleicht nochmal erwähnen, dass es absolut kein Werbefilm oder Werbevideo sein soll für Outfittery. Ich habe das wirklich aus freien Stücken gemacht, weil ich einfach super neugierig war. Und ja, ich bin super gespannt, lasst uns dieses Paket aufreißen. Und zufälligerweise ist es auch noch Samstag, deswegen dachte ich, vielleicht ist es sogar ganz cool, eins von den Outfits anziehen zu können, wenn es denn passt. Ich bin wirklich gespannt, was drinnen ist. Ja, ich packe das Ding mal aus und werde euch später natürlich auch zeigen, wie das Ganze angezogen aussieht. Und ja, lasst uns mal gucken. Ja, das sieht ja schon mal super schön verpackt aus. Das muss ich euch mal zeigen, deswegen nehme ich mal die Kamera mit. Ja, so sieht das Paket aus, wenn man es geöffnet hat. Ich finde es super schön eingepackt. Schon mal eine interessante Farbzusammenstellung. Ich kann schon dieses rote Feinkord-Sakko erkennen. Finde ich interessant, hätte ich persönlich jetzt nie dazu gegriffen, aber wir werden sehen, wie das Ganze angezogen aussieht. Was ich auch super nett finde, ist hier noch eine wirklich persönlich geschriebene oder handgeschriebene Karte ist, in dem Fall eben von Thea. Ich werde das Ganze jetzt im Einzelnen aufpacken und euch nochmal zeigen.
Was ganz Lustiges habe ich gerade noch entdeckt. Wenn man die Box aufmacht, ist hier noch so ein Zettel eingeklebt und was hier drauf steht, ist: Ihre persönliche Outfittery-Box, so funktioniert's. Erstens, nehmen Sie sich ein kühles Bier und probieren Sie alle Outfits in Ruhe an. Schon mal ganz gut. Auch wenn ich kein Bier mag, aber gut. Zweitens, behalten Sie, was Ihnen oder Ihrer Jury gefällt. Damit seid ihr gemeint. Drittens, genießen Sie Ihre neuen Outfits. Finde ich auch eine ganz witzige Aktion. An dieser Stelle kann ich vielleicht auch erwähnen, dass man eben aus diesen Outfits natürlich nicht alles behalten muss, sondern dass sich raussuchen kann, was man einfach schön findet und kostenlos den Rest wieder zurückschicken kann. Es ist also so, dass man das Ganze auch erst dann bezahlt, wenn man wirklich die Box zurückgegeben hat, beziehungsweise zurückgeschickt hat, beziehungsweise angegeben hat, was man eben behalten möchte. Wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht, soweit weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich habe es heute erst bekommen. Okay, also ich hole hier erstmal das erste Outfit raus, die Cardrops lese ich später. Und zwar haben wir hier, ich denke, das ist das erste Outfit so zusammengeschnitten, wie es ist. Einmal so ein Strichcardigan mit einer Art, weiß nicht, ist das so ein bisschen wie Jeans, aber es ist Baumwolle, ein bisschen anders als ein Jeansstoff, aber sieht so ein bisschen so danach aus. Relativ klassisch. Mal gucken, ob mir das liegt. Dann hat sie mir noch, und das hatte sie mir auch schon gesagt, als Alternative unter den Cardigan für das Hemd eben noch so ein Longsleeve zugeschickt, jetzt in dem Fall auch mit so einem Dunkelblau und kombiniert dazu so eine weinrote Bordeaux Chino-Hose, glaube ich, heißen die. Werde ich mal anprobieren. Und soweit ich weiß, habe ich auch Schuhe dazu bekommen. Aber die sind extra verpackt, die werde ich gleich nochmal rausziehen. Outfit 2, da ist schon mal so ein grauer Gürtel dabei. Finde ich schon mal sehr schön. Habe ich immer gesucht, einen schönen grauen Gürtel, aber nie einen gefunden. Finde ich ganz cool eigentlich. Die Größe müsste auch passen, das ist 85. Dann, wie vorhin schon erwähnt, dieses rote Sakko mit Feinkord oder aus Feinkord mit einem weißen Hemd dazu. Wirkt jetzt, glaube ich, in der Kamera ein bisschen knalliger als es ist, aber es ist eher so ein dunkleres Rot. Also ein sehr, sehr schöner Farbton. Dazu alternativ ein Pullover von Tommy Hilfiger. Die Marken sind übrigens alle gut durcheinander gemischt, also es ist jetzt nicht so, dass es eine Marke ist. Auch hier wieder so eine Art Longsleeve mit Knopfleiste. Sieht auch ganz schön aus in hellgrau. Und dazu hat sie jetzt eben eine Jeans kombiniert. In dem Fall ist es eine Lee, die schwarz ist. Und zwar wirklich komplett ohne Waschung. Einfach eine schwarze Lee-Jeans in einem recht klassischen geraden Schnitt. Schauen wir mal, was für Schuhe noch dabei sind. Ich sehe schon, es sind italienische Schuhe, Banco Volador. Das ist eine italienische Marke, machen eigentlich mal ganz schöne Sneakers, die wirklich zwischen elegant und sportlich sind. Die kann man ganz gut immer zu Sakko und so weiter kombinieren, aber auch in der Freizeit tragen. In dem Fall sind es wirklich Sneaker, ein bisschen höhere Sneakers, in so einem dunkelblauen Wildleder. Gucken wir mal, wie das Ganze zu den restlichen Outfits passt. Ich gehe mich jetzt mal umziehen und zeige euch die Zusammenstellung und bin gespannt, was ihr davon haltet. Bis gleich. Und los geht's mit dem ersten Outfit. Mit dem Hemd war ich nicht ganz so zufrieden. Es war leider ein bisschen zu weit an den Ärmeln und auch in der Taille. Cooler Gürtel, auch die Sneakers vollkommen okay in einem schönen Wildleder in Grau. Super schön hingegen der Cardigan in dem Marineblau und ganz gut saß auch die Chinohose. Nicht so toll das Marco Polo Oberteil. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie ein Pyjama. War nicht so meins. Et voilà, Outfit 2. Super, super schönes Sakko in dem Weinrot und auch die Jeans saß wirklich wie angegossen. Dazu habe ich gleich mal das weiße Hemd kombiniert. Das weiße Hemd nochmal kombiniert zum grauen Polunder von Tommy Hilfiger. Okay, zugegeben, ich sehe ein bisschen aus wie ein Schuljunge, aber es ist schon okay. Ist halt nicht so ganz mein Style. Schön hingegen fand ich das Longsleeve von Harris Wilson. Es
sah super, super schön und fühlte sich wirklich gut an. Ja, das war's auch schon fast. Ich bin wahnsinnig auf euer Feedback gespannt und auf euer Lieblingsoutfit. Ich habe jetzt ein Problem, denn ich finde eigentlich fast alle Sachen richtig schön. Ich muss sagen, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, denn es sah im ersten Moment sehr klassisch aus. Ich mag schon sehr ausgefallene Mode, aber es ist auf jeden Fall ein Paket mit Klamotten, die man wirklich immer zu jeder Zeit tragen kann, die wirklich gut passen, schön zusammengestellt sind, die man auch untereinander, glaube ich, sehr gut kombinieren kann. Ich finde es eine tolle Geschichte, gerade für die ein oder andere Person, die nicht so stilsicher ist und manchmal nicht genau weiß, wie sie Kombinationen zusammenstellen kann. Super Sache. Also einfach dort anmelden, sich was kommen lassen, sich das in Ruhe anschauen, Feedback von Freunden, vielleicht in einer netten Runde sich geben lassen, eben wie es auch drin steht mit einem Bierchen. Eigentlich eine klasse Geschichte. Das war es jetzt wirklich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Wenn ja, vergesst nicht, mich zu abonnieren und es mit euren Freunden zu teilen. Ja, immer schön gut aussehen bleiben. Das macht gute Laune. Bis zu meinem nächsten Video. Ciao.